Ja, vor einiger Zeit haben wir uns einzeln mit den passiven Bauelementen beschäftigt, also Widerstand, Spule und Kondensator. Und heute wollen wir uns einer Anwendung etwas genauer vornehmen, den Schwingkreis. Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Im Schwingkreis bringen wir zwei Bauelemente zusammen, die sich im Stromkreis komplett gegensätzlich verhalten. Zur Auffrischung könnt ihr euch nochmal die Videos zu Spule und Kondensator ansehen. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Im Gleichstromkreis setzt die Spule dem Strom anfangs einen Widerstand entgegen, wird dann aber komplett durchlässig. Der Kondensator lässt anfangs einen kurzen Ladestrom fließen, wird dann komplett undurchlässig für den Strom. Im Wechselstromkreis wird die Spule mit steigender Frequenz ein immer größeres Hindernis, während der Kondensator immer durchlässiger wird. Beim Kondensator eilt der Strom der Spannung um eine Viertelperiode voraus, während er bei der Spule der Spannung immer hinterherhinkt. Das wird entscheidend sein beim Schwingkreis. Bevor wir beide zusammenschalten, führen wir dem System Energie zu, indem wir den Kondensator aufladen. Die Energie steckt jetzt im elektrischen Feld des Kondensators. Verbinden wir den jetzt mit der Spule, beginnt sich der Kondensator zu entladen. Die Spule wehrt sich zunächst noch dagegen, weshalb der Entladestrom erst allmählich ansteigt. Gleichzeitig nimmt die Spannung ab. Wenn der Kondensator komplett entladen ist, ist die Spannung 0 und der Strom hat sein Maximum erreicht. Die Energie steckt jetzt im Magnetfeld der Spule. Das bricht jetzt zusammen und durch Induktion fließt der Strom weiter und lädt den Kondensator in umgekehrter Richtung wieder auf. Die Spannung steigt allmählich an, während der Strom abnimmt. Und wenn der Kondensator voll aufgeladen ist, dann beginnt das ganze Spiel von vorn, nur in umgekehrter Richtung. Der Kondensator entlädt sich wieder, das Magnetfeld wird aufgebaut, bricht wieder zusammen und der Kondensator wird wieder in die ursprüngliche Richtung aufgeladen. Der Strom schwingt also immer hin und her. Das könnte jetzt ewig so weitergehen, wenn wir es mit idealen Bauelementen zu tun hätten. Bei jedem Durchlauf entstehen aber Verluste bzw. die Energie wird in andere Energieformen umgewandelt. Hauptanteil daran hat der ohmsche Widerstand der Zuleitung und vor allem der Spule. Aber auch das Dielektrikum im Kondensator ist nicht perfekt und ein Teil der Energie wird als elektromagnetische Welle abgestrahlt. Die Schwingung lässt also allmählich nach, es entsteht eine gedämpfte Schwingung. Mit einem Speicheroszilloskop lässt sich der Moment einfangen. Die Dauer einer Periode hängt von den Werten von L und C ab. Je größer die Kapazität und die Induktivität sind, umso länger ist die Schwingungsdauer. Die Frequenz, mit der das System von selbst schwingt, wird Eigenfrequenz genannt. Und sie lässt sich mit der Thomsonschen Schwingungsgleichung berechnen. 1 durch 2 Pi mal Wurzel aus L mal C. Was passiert aber, wenn wir an den Schwingkreis von außen eine Wechselspannung anlegen? Hier sehen wir die wohl bekannteste Anwendung des Schwingkreises als Abstimmkreis in Rundfunkempfängern. Heute kann man mit so einem einfachen Detektorempfänger nicht mehr allzu viel anfangen. Das Prinzip der Abstimmung des Empfängers auf einen Sender ist aber gleich geblieben. Zwischen Antenne und Erde fangen wir das elektrische Feld der elektromagnetischen Wellen ein. Wie schafft es der Schwingkreis, aus diesem Wellensalat einen Sender herauszufiltern? Da wir es bei Spule und Kondensator mit zwei frequenzabhängigen Widerständen zu tun haben, die außerdem noch eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung erzeugen, kommen wir mit dem Ohmschen Gesetz allein nicht weit. Am anschaulichsten lassen sich die Größen in einem Zeigerdiagramm darstellen. Bei der Parallelschaltung ist die Spannung über den Bauelementen gleich. Deshalb sind die Spannungspfeile von Kondensator und Spule gleich lang und zeigen in die gleiche Richtung. Beim Kondensator eilt der Strom der Spannung um 90 Grad voraus. Deshalb steht der Strompfeil senkrecht dazu. Bei der Spule hinkt der Strom 90 Grad hinterher, weshalb der Pfeil in die andere Richtung zeigt.
Bei niedrigen Frequenzen ist der Blindwiderstand des Kondensators noch größer als der der Spule, weshalb der Strom geringer ist. Die Differenz der Ströme ist der Strom, der von außen in den Stromkreis hineinfließt. Er sagt uns was darüber, wie groß der Widerstand des Schwingkreises ist. Bei hohen Frequenzen kehren sich die Verhältnisse um. Jetzt ist der induktive Blindwiderstand größer. Interessant ist die Frequenz, bei der die beiden Ströme gleich groß sind. Das ist gleichbedeutend damit, dass die Blindwiderstände von Spule und Kondensator gleich groß sind. Das passiert bei der Eigenfrequenz des Schwingkreises. Der Strom, der in den Schwingkreis hineinfließt, ist jetzt 0. Der Strom fließt nur innerhalb des Schwingkreises, wobei sich abwechselnd gegenseitig Spule und Kondensator mit Energie versorgen. Der Widerstand des Schwingkreises ist theoretisch unendlich groß, weshalb bei der Eigenfrequenz auch die Spannung über dem Schwingkreis am höchsten ist. Weicht die Eingangsfrequenz von der Resonanzfrequenz ab, wird der Widerstand des Schwingkreises kleiner und das Signal mehr oder weniger kurzgeschlossen. So sieht der Spannungsverlauf über dem Schwingkreis in Abhängigkeit von der Frequenz aus. Es wird also nur ein schmaler Frequenzbereich durchgelassen. Aufgrund des ohmschen Widerstandes ändern sich die Verhältnisse an einem realen Schwingkreis etwas. Um das Zeigerdiagramm besser zeichnen zu können, kann man mit Hilfe von Transformationsformeln den Serienwiderstand zur Spule umrechnen in einen äquivalenten Parallelwiderstand. Jetzt ist die Spannung über den Bauelementen wieder gleich. Es fließt ein zusätzlicher Strom durch den ohmschen Widerstand, der gleichphasig zur Spannung ist. Bei der Resonanzfrequenz ist der Strom in den Schwingkreis immer noch am geringsten. Er wird aber nicht ganz null, weil aufgrund der Verluste immer ein Strom durch den ohmschen Widerstand fließt. Mit stärker werdender Dämpfung verschiebt sich auch die Resonanzfrequenz des Schwingkreises leicht in Richtung niedrigerer Werte. Auch die Reinschaltung von Spule und Kondensator ergibt einen Schwingkreis. Seine Resonanzfrequenz ist gleich groß, er verhält sich aber anders. Jetzt sind die Ströme durch Spule und Kondensator gleich groß. Die Spannungspfeile stehen senkrecht dazu. In Resonanz, wenn also beide Blindwiderstände gleich groß sind, ist die Gesamtspannung über den Schwingkreis gleich 0, was gleichbedeutend ist damit, dass sein Widerstand 0 ist. Der Strom von außen durch den Schwingkreis ist jetzt am größten. Bei einem realen Schwingkreis wird er durch den ohmschen Widerstand begrenzt, weshalb die Spannung über den Schwingkreis nicht ganz 0 wird. Da der Parallelschwingkreis bei der Resonanzfrequenz fast undurchlässig ist, nennt man ihn auch Sperrkreis. Der Reinschwingkreis wird auch Saugkreis genannt, weil er vornehmlich die Resonanzfrequenz durchlässt. Sehen wir uns nochmal die Resonanzkurve unseres Empfängerschwingkreises an. Je schmaler der Ausschlag und je steiler die Kurven, umso besser werden die benachbarten Frequenzen unterdrückt. Der Empfänger wird trennschärfer. Um das in Zahlen auszudrücken, hat man den Begriff der Bandbreite eingeführt. Das ist der Bereich zwischen zwei Grenzfrequenzen, bei denen die Spannung um 3 Dezibel gesunken ist. Das entspricht etwa 70,7% des Spitzenwertes. Die Bandbreite ist stark abhängig von der Dämpfung des Schwingkreises. Je geringer die Verluste, umso trennschärfer wird der Schwingkreis und umso größer ist seine Güte. Die ist das Verhältnis der Resonanzfrequenz zur Bandbreite. In den meisten Fällen wird man also um einen möglichst hohen Gütefaktor des Schwingkreises bemüht sein. Sehen wir uns das Ganze an einem realen Schwingkreis an. In Resonanz ist die Spannung über den Schwingkreis bzw. die Amplitude der Wechselspannung am größten. Wenn ich die Frequenz verändere, nimmt die Amplitude ab. Wir haben eine Resonanzfrequenz von 163,8 kHz. Und haben dort eine Spannung von etwa 44,8 Volt. Wenn ich die Bandbreite ermitteln will, muss ich die Grenzfrequenzen herausbekommen. 44,8 Volt durch Wurzel 2 sind etwa 31,6 Volt.
Ich muss jetzt also die Frequenz so weit verändern, bis die Spitzenspannung nur noch 31,6 Volt ist. So, jetzt erstmal nach unten. Ja, und da sind wir bei 159,7 Kilohertz. Und jetzt verändern wir die Frequenz über die Resonanzfrequenz hinaus, bis wieder die 31,6 Volt über den Schwingkreis liegen. Und da sind wir bei 167,8 Kilohertz. Das heißt, wir haben eine Bandbreite von 8,1 Kilohertz. Im nächsten Versuch habe ich den Schwingkreis mit einem parallelen Widerstand gedämpft und damit seine Güte verringert. Das Erste, was man sieht, dass die Spannung über den Schwingkreis natürlich jetzt kleiner geworden ist und auch die Resonanzfrequenz hat sich leicht verschoben auf 163,3 Kilohertz. Und auch jetzt werde ich mal versuchen, die Bandbreite zu ermitteln. Ich muss jetzt die Frequenz verringern bis 24,6 Volt. Ja, 157 Kilohertz. Und die obere Grenzfrequenz liegt bei 169,3 Kilohertz. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Bandbreite von 12,3 Kilohertz. Eine Möglichkeit, die Güte des Schwingkreises zu erhöhen, ist, den Widerstand der Spule zu verringern. Die erste Idee wäre, einen dickeren Spulendraht zu benutzen. Die Spule braucht dann aber mehr Platz, Material und Gewicht. Bei Hochfrequenz kommt noch der sogenannte Skin-Effekt dazu. Mit steigender Frequenz wird der Strom immer mehr zur Oberfläche des Leiters hin verdrängt. Der Kern des Leiters trägt kaum noch zur Leitfähigkeit bei. Ein dickerer Draht würde die Oberfläche nur unwesentlich erhöhen. Deshalb geht man andere Wege. Man kann den Leiter versilbern und so die Oberflächenleitfähigkeit erhöhen. Oder man benutzt sogenannte Hochfrequenzlitze, die aus vielen kleinen voneinander isolierten Drähtchen besteht, deren Oberfläche zusammen wesentlich größer ist als die eines massiven Leiters. Aber auch die äußere Beschaltung spielt eine Rolle. Ein Lastwiderstand am Schwingkreis würde den zusätzlich dämpfen und seine Güte verringern. Bei unserem Detektorempfänger liegt der Widerstand des Kopfhörers parallel zum Schwingkreis. Deshalb kann man von so einer einfachen Schaltung keine große Trennschärfe erwarten. Koppelt man die Spule eines Oszillatorschwingkreises mit einem passiven Schwingkreis, dann beginnt auch der zu schwingen, wobei er dem Oszillator Energie entzieht. Das klappt am besten, wenn beide Schwingkreise auf der gleichen Frequenz schwingen. Man kann sich das so vorstellen wie bei einer Schaukel, bei der die Schwingung auch immer größer wird, wenn man sie im richtigen Takt anstößt. Sind die Frequenzen nicht gleich, wird die Schwingung immer wieder abgebremst. Das Prinzip wird zum Beispiel genutzt bei einem Messgerät, das früher für Funkamateure und Radiobastler unverzichtbar war, um Schwingkreise abzugleichen. Das Dipmeter bietet zwei Betriebsarten. Will man die Frequenz eines Oszillators messen, dann stimmt man den Schwingkreis im Dipmeter so ab, dass die maximale Energie am Dipmeter ankommt. Jetzt sind beide Schwingkreise in Resonanz. Will man einen passiven Schwingkreis abgleichen, dann arbeitet jetzt das Dipmeter als Oszillator und man sucht die Frequenz, bei der dem Oszillator die maximale Energie entzogen wird. Man stellt also auf die minimale Energieanzeige ein. Eine weitere praktische Anwendung dieses einfachen Prinzips finden wir bereits seit den 1930er Jahren bei der Bahn,
als Züge noch keine Bordcomputer oder Transponder hatten, die punktförmige Zugbeeinflussung. Ein Sicherungssystem, bei dem der Zug an bestimmten Punkten der Strecke überwacht wird. Dazu platziert man sogenannte Gleismagnete, obwohl der Begriff Magnet eigentlich falsch ist. Das sind nichts weiter als passive Schwingkreise. Wegen des langen Bremsweges der Züge ist eine Überwachung nur am Hauptsignal nicht ausreichend, um den Zug rechtzeitig zu stoppen. Die Überwachung beginnt deshalb schon dort, wo der Lokführer normalerweise den Bremsvorgang einleiten muss, am Vorsignal. Insgesamt werden drei Schwingkreise mit unterschiedlicher Eigenfrequenz platziert. Der am Hauptsignal hat eine Frequenz von 2000 Hz, am Vorsignal 1000 Hz und dazwischen noch ein Überwachungspunkt mit 500 Hz. Zeigt das Signal Fahrt, werden die Schwingkreise durch einen Schalter überbrückt und sind unwirksam. Wenn das Signal Halt zeigt oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung nach dem Signal gilt, öffnen die Schalter und die Schwingkreise sind scharf. Auf der Lok befinden sich drei Oszillatoren, die genau diese drei Frequenzen erzeugen. Erreicht der Zug jetzt das Vorsignal, dann registriert die Technik in der Lok, dass dem 1000 Hz-Generator Energie entzogen wird. Der Lokführer muss jetzt umgehend quittieren, dass er das Vorsignal wahrgenommen hat. Tut er das nicht, wird der Zug automatisch gebremst. Neuere Systeme überwachen danach noch, ob der Lokführer auch den Bremsvorgang einleitet. Spätestens am 500 Hz-Punkt wird aber nochmal überprüft, ob der Zug genügend Geschwindigkeit verloren hat. Ist er dort noch zu schnell, wird er zwangsgebremst. Spätestens am 2000 Hz-Schwingkreis am Hauptsignal bremst der Zug dann mit allem, was er hat. Ich finde ein schönes, praktisches Beispiel, wie über verschiedene Resonanzfrequenzen die Technik im Zug weiß, wo sich der Zug gerade befindet und entsprechend reagieren kann. Das waren nur wenige Anwendungsbeispiele für Schwingkreise. Ich hoffe, dass ich für den Einsatz in eigenen Schaltungen ein paar praktische Tipps geben konnte. Wenn ja, dann lasst es mich wissen über ein positives Feedback.